Also ich versuche hier dauernd mit diesem Telefon das Fräulein vom Amt dazu zu kriegen, dass sie Wolfgang, mir. Wolfgang, lass mal erstmal guten Tag sagen. Du kannst gleich Ach so, weitermachen. ja gut, okay. Hallo, herzlich willkommen bei HEZ in Video auf heinzschmitz.org. Wolfgang ist schon in Ja, ja, Arbeitsposition. ja. Du hast wieder heute hochmoderne Technik mit. Ernst hast du ja schon am Ohr. Ja, ich versuche auch dauernd das Fräulein vom Amt zu erreichen, damit sie mir vielleicht ein Foto von sich selbst hier über WhatsApp vielleicht zu uns Wie willst du schickt. denn da Verbindung kriegen? Ach so, muss man da Verbindung haben? Also das ist ein Telefon, ja, von wann ist das? Anfang letzten Jahrhunderts, würde ich sagen, Ja, so in der Ecke. 1900 etwas und so weiter. Ja. Und das ist ja wunderbar hier, wenn man sowas mal öffnet hier. Guck mal hier für die Leute, die sowas gerne sehen. Zeigt Hoppla, das. hoppla, hoppla, weiter, weiter. Da hatte man noch. Wochen So, später. guck mal hier, wie schön hier. Die Ja. kleinen Magnete hier, die dann die Membranen hier dazu brachten, dass man da was hört, da die Schwingungen hier aus dem Loch da rauskamen. Und hier wurde dafür gesorgt, hier unten, dass man das gut hier richten konnte, je nachdem, wo der Mund saß. Und wenn man gar nichts mehr mitmachen konnte, kann man immerhin noch das Ganze Ja, gut, als als Hörgerät. Ohrhilfe benutzen. Ein tolles Gerät. Nicht jeder hat sowas zu Hause, glaube ich. Muss man schon länger suchen. Es ist. Das Problem ist dafür, das Fräulein vom Amt zu kriegen. Ja, und die schickt mir kein WhatsApp. Ich weiß auch gar nicht, wo sie darauf empfangen soll. Aber wir wollten ja ein Backpakt Backt ein ein. machen. Und Soll zwar ich mal will ich. zuschrauben? Okay, nee, na gut, okay. Ich will dieses Gerät hier, das möchte ich gerne einpacken. Jetzt stelle ich die Frage, was ist das? Ich drehe es mal langsam. Was ist das? Das kann ich hier mal wieder zumachen. Was ist das? Lesen kann man es wahrscheinlich nicht hier jetzt im Moment. Aber vielleicht kann man es schon erkennen, was man da damals mitgemacht hat. Ich bin ganz stolz, dass ich sowas habe. Ah. Ja, ich glaube, ich bin der Einzige in Deutschland, der sowas hat. Also, das sieht ein wenig gut. Ja, Ich weiß, was es ist. Wir haben es vorher ja, schon ja, ja, angesehen. ja. Das ist keine Antenne, dass du da drin öffnen würdest. Ich glaube, dass da drin ein Smartphone wäre oder sowas. Ja, das wäre dann wireless auf eine ganz vollkommen neue Ja. Art. So, und jetzt mache ich das mal auf. Achtung, so und so und so. Frage ist, was ist das? Ist das ein Designerstück, was da drin ist? Naja, ich glaube, jetzt wissen schon viele, um was es Da da. liegt ein Telefonhörer, und zwar ein Ja. drahtloser Hörer. Ja, der ist abgeschnitten. Der ist abgeschnitten. So, also, das ist ein Akustikkoppler, den ich ja so in den 80er Jahren habe ich den aus England mitgebracht. Das sieht man schon an der Bauart hier. Und da konnte man nun das Telefon so reinlegen. Und dann konnte man das zumachen. Und dann war man eigentlich davor gefeit, denn wir haben ja bei der letzten Backpackt eine Sache ja erklärt, dass man nicht husten durfte und dass man nicht so machen durfte. Denn das hat falsche Impulse in das Netz reingebracht und da stimmte die ganze Übertragung nicht. Ja, man muss sagen, kann Und man das vielleicht ist. im Bild nicht so gut Ja, sehen. ja. Der ist innen mit Samt Ja, ausgekleidet, damit der genau. gedämmt wird. Ja. Und man konnte damals die Standardtelefone, Ja. die man hatte, so, das war ja so in den 80ern, schätze ich mal, die konnte man einfach so da reinlegen, Hat funktioniert. konnte mit telefonieren, Aber zumachen. hier mit dem Schwarzen, Man sieht da, jetzt, dass das schon ein wenig moderner ist, ja, denn das da alte, uralte. konnte man auch kein WhatsApp übertragen mit hier. Passt nicht, passt nicht. Ist hier zu lang, da zu Da kann lang. man sehen, schon in Ja? den 80er Jahren gab es Ja. Ja, Kompatibilitätsprobleme. genau. Die gab es schon überall und immer wieder. So, der hat hier, du hast eine Kamera, du kannst mal drauf Ja. gehen. Der hat hier auch Anschlussmöglichkeiten. Hier ist, sieht man sogar eine FTZ-Nummer drauf. Der war also Die damals ist fast aber zugelassen. aufgeklebt. Die ist Und aber, den hatte denn hier einen Full-Duplex-Half-Duplex-Stecker. Wird ja. wahrscheinlich heute keinem mehr was sagen. Nee, Man konnte nee. damals mit doppelter Bitrate übertragen, wenn man Mit Half-Duplex machte, 600. 600 Ja, Bit pro ja. Sekunde. Man musste also dann immer umschalten, immer so ein Piep dazwischen, Ja. ein Roger Piep. Dann gab es hier, dass Daten sind, dass ein Carrier da ist. Ja. Und hier ist noch ein Schild, da weiß ich nicht, was er So, macht. wir sind noch nicht fertig. Es Und gibt dann noch gucken wir mal die andere. andere Es Seite. gibt noch andere Anschlüsse. Hier.
Und hier sieht man jetzt die ursprüngliche V24 oder RS232C, die ja damals noch ein 25-poliger Stecker war. Erst als der IBM PC oder IBM AT kam, wurde er zum 9-poligen Stecker. Mhm. Hier gibt es noch einen Anschluss für Erde, da kann man ein Kabel reindrehen. Ja, hier unten gibt es einen Stecker, den kenne ich aus der Audiotechnik her, keine Ahnung, wofür der gut war, steht auch nicht dran. Und hier oben gibt es einen Stecker, einen 3-poligen, der war für irgendwas. Also weiß auch nicht für was. Also ich habe viel. Oder war das Spannungsversorgung? Ich weiß es nicht. Ich habe das Ding ja nie zum Laufen gekriegt. Ja. Es gab da ja schon die Konkurrenz, das waren dann kleinere Akustikkoppler, wie sie letztens gezeigt haben. Ich weiß, warum du den nicht zum Laufen gekriegt hast. Ach, meinst du, weil ich Kabel das Kabel... Ach so, ich dachte, das wäre jetzt ein drahtloses, das wäre jetzt ein Smartphone hier. Ja, also mit dem Smartphone wird das... Ich habe letztens mit einem Jugendlichen gesprochen. Da habe ich gesagt, was hat er denn für einen Computer drin, dein Smartphone? Ich sagte, er hat keinen Computer, der hat einen Akku. Ja, der läuft einfach so. Der läuft auf dem Akku. Ja, ja. Das heißt also, da sind Defizite in der Jugend passiert, die gar nicht mehr wissen, um was es sich, was wir alles erleben mussten, erleben durften, durften. Welche Schritte wir von Jahr zu Jahr mitgekriegt haben, wo es auch kleiner wurde. Natürlich war der Akustikkoppler nachher kleiner als diese riesen Kiste. Aber Mahagoni, Mahagoni. Mahagoni, ein wunderschönen Griff. Ja, hier. Mit Verschluss. Moment. Genau. Und Gewicht. Ja. Ja. Also wenn man so drei, sieht, vier Kilo. Ein Kofferradio sein. 3-4 Kilo, schätze ich mal. Ja. Ja, so dürfte das sein. Der wird jetzt eingepackt und verschwindet. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass so ein Teil im Museum irgendwo war. Normal liefert Amazon ja, aber jetzt kannst du das einpacken. Gut, okay. Wir packen es ein, nehmen hier das Verpackungsmaterial und legen es links und rechts daneben. Ob das meiste ist weg? Hier, so das muss das. So. Ja, damit das geschont wird. Ja, natürlich. Willst du diesen Superkopfhörer auch mit? Nein, den nehme ich wieder mit nach Hause. Den schließt du wieder an dein Handy an. Genau, genau. Mach mal gleich hier einen Stecker dran, kommt der an dein Handy. Da müsst ihr mit auftreten. Das Ding am Handy dran, unten auf der USB-Schnittstelle und dann da irgendwo im Restaurant Telefon hier. Das wär's doch. So, jetzt braucht man nur noch einen, der sowas wirklich haben will. Du willst das an ein Museum geben. Ja, ja. Und man muss sagen, sowas lohnt sich auch, weil das wahrscheinlich heute Unikate sind. Das sind Unikate. Ich glaube auch nicht, dass es sehr viel gebaut wurde. Das war damals schon so ein Abseitssteher, als ich das in England gekauft habe. Das war für ganz wenig Geld. Ja, und diese Telefone, die hier so oder diese, wie heißen die, WD irgendwas? WD-44 war das, glaube ich. Die gibt es auch nicht mehr, aber der wäre eh nicht kompatibel. Habe ich ja gesehen. Ja. Geht ja nicht auch rein. Nee, also Kompatibilitätsprobleme gab es doch schon in der... Man könnte natürlich hier absägen und dann... mit Patex zusammenkleben, ja. Ja, ist klar. Ja. Hätten wir früher gemacht. Ja. Ja, nur um Datenfernübertragung zu machen. DFÜ, so hieß mit das. Mit 300, mit 30 Zeichen pro Sekunde. Weißt du, was wir jetzt machen? Nee. Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Einen wunderschönen Tag noch. Und wenn Wolfgang wieder einpackt, backpackt ein, hier auf heinzschmitz.org. Bald. So, und ein Bit überbehalten. Da war ja früher auch so. Los, so. Ja, tschüss.